Also, wir hatten vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Wie steht die Linke zum Artikel 146 des Grundgesetzes, dass Deutschland als Vereinigtes Deutschland eine neue Verfassung bekommt? Ja, wir sind dafür immer eingetreten, als einzige Partei in Deutschland gesagt, jetzt sind wir ein neues Land, nachdem Ostdeutschland dazugekommen ist, und jetzt sollte man diesem Verfassungsgebot entsprechen. Aber alle anderen Parteien lehnen das ab. Wenn man sich ein bisschen näher mit den ganzen Geschichten dahinter beschäftigt, dann wird einem bald klar, dass es die 2+4-Verträge eben nicht, wie es in der Schule unterrichtet wird, ein Friedensvertrag waren, sondern wir bis heute keinen richtigen, rechtlich, völkerrechtlich bindenden Friedensvertrag für Deutschland haben. Das ist richtig. Deutschland ist kein souveränes Land und befindet sich immer noch eigentlich im Nachkriegszustand. Ja. Und wenn wir kein souveränes Land sind, was sind dann diese ganzen, was sind dann Polizisten, was sind dann die Wahlen und was sind die Bundestagsabgeordneten? Naja gut, wir haben eine staatliche Ordnung, das ist keine Frage, und die funktioniert recht und schlecht. Aber wie gesagt, Staat. Wir sind kein Land wie Frankreich. Okay, gut. Danke.